So, Boys and Girls, wir gehen rein mit einem Experiment, was mir richtig schaden könnte. Und zwar folgendes. Wir werden heute den Chat entscheiden lassen, was für Spieler ich wählen darf. Wir haben 50 Player Picks, der 82 Pluser. Wir haben natürlich Icon Picks, wir haben Hero Picks, 86 Plus Pick, Jahresrückblick Pick. Es ist alles möglich. Ihr entscheidet, wer oder welche Spieler ich nehmen muss. Ich bin sehr gespannt. Und damit, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben. Da ist sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement. Wir wählen den ersten Zuschauer aus. Der darf 12 Zahlen nennen für die ersten 12 Picks. Wir gehen rein. Let's go. Gehen wir rein in die ganze Sache. Letona wurde als erstes ausgewählt. Letona hat 12 Zahlen hintereinander geschrieben. Die ersten beiden waren Quatsch. Ich habe gesagt, er sollte einfach 12 Zahlen hintereinander schreiben. Und genau die werden wir auch jetzt nehmen, Chat. Lassen wir uns einfach überraschen. Letona, wehe, du bringst... Wenn jetzt eine Ori kommt, Chat. Wenn jetzt eine Ori kommt, würde ich persönlich es so machen. Ich darf Ori wählen. Muss aber alles andere abstoßen. Aber mal gucken. Wir gehen rein mit dreimal die drei. Letona, ich hoffe sehr, dass du hier in irgendeiner Art und Weise uns was bringst. Toll. Direkt das Schlechteste, Letona. Das ist wirklich sehr nett von dir. Dankeschön. Direkt den Schlechtesten. Wieder zwei... Letona, hier. Mein Lieber, 382er. Was ist das für ein Start? Nummer 1 müssen wir jetzt wählen. Perfekt. Kein 85er. Cool. Dankeschön. Perfekt. Och nein, jetzt sind die weg, Chat. Na, ja, gut, es gab Probleme bei EA, man kennt es. Natürlich dürfen wir jetzt mit der 2 weitermachen und das heißt, der erste Walkout gilt flöten. Nächster, nee, wieder die 2. Hey, da konntest du nicht so viel falsch machen, ne? Sind wir mal ehrlich. Da haben wir zweimal die 1. Perfekt, Ha, statt Zapata. Gut, das ist jetzt nicht ganz so wild. Und? Du bist gut, Letona. Du bist gut, Letona. Das ist mein Mann. Wir gehen weiter mit der 3. Das ist Ramsay, perfekt. Dann die 2 und zweimal die 1. Ist nicht dein scheiß Ernst, Alter. Was ist das denn? Wir haben noch zweimal die 1. Perfekt. Das kann nichts werden. Oh, und Icon Picks wären ganz wild. Und hier nochmal die 1. Ja, perfekt. Wir haben 2 Walkouts nicht bekommen. Einen 85er nicht bekommen. Letona, bodenlos. CD hat die nächsten 12 Zahlen am Start. Wir fangen an mit 1, 2, 3. Wehe. Oh, CD, das fängt sehr gut an. CD, das fängt sehr, sehr gut an. Also, wenn wir jetzt einen Shapeshifter verpassen, wird es halt wild. 2. Wenn ich einen Fehler mache, muss ich den nächsten abstoßen. Deswegen muss ich da echt drauf achten. Ne? Nummer 3. Jetzt haben wir noch 2 mal die 2. Okay. Die Picks sind allgemein nicht so geil. Die Nummer 2 again. Ja, der Beste, Chat. Der Beste. Dazu Nummer 3, 2, 1. Okay, Alea. Guter Mann. Jetzt müssen wir Nummer 2 mitnehmen. Dani Olmo. Und zweimal die 1, okay. Die Picks sind aber nicht gut, wenn ich mal ehrlich sein darf. Also, nimm's mir nicht übel, yay. Okay, jetzt haben wir noch 2, 3, 1. Bitte, bitte. Ja, ist okay. Die Maria, wenigstens der Beste. Nummer 3. Gut, da konntest du halt auch nicht viel falsch machen. Ne? Und letzter Pick, nochmal die Nummer 1. Bitte kein Shapeshifter. Malinowski, wieder den schlechtesten gewählt. Aber die 12. Runde war bodenlos. Jakob ist der Nächste. Der Mann ist am Start. 12 Zahlen hat er reingeschrieben. Wir fangen an mit Numero Uno. Hoffen dann... Oh, ist okay, Jakob. Ist okay. Auch wenn der 87er besser gewesen wäre, ist sauber. Nummer 3. Jakob, weiter so. Wenn das jetzt genauso weitergeht, selbst 84er, bin ich zufrieden mit dir. Nummer 2. Ah, gut, Pick war jetzt... sind auf jeden Fall zumindest ein Ticken besser als vorhin. Nummer 3 dürfen wir jetzt hier nehmen. Ramos, okay. Dann haben wir Nummer 2 und Nummer 1. Ich hoffe, ich bin halt richtig. Nummer 2, stark. Sehr gut. Dann Nummer 1. Ja, okay, ist ein Heuberg, das ist egal. Dann haben wir 3, 2 nochmal. Bitte. Na gut, haben wir zumindest nicht im Verein. Halb. 2. Haben wir auch schon im Verein, perfekt. Zweimal die 1 und zweimal die 2. Bitte. Big. Sehr gut, Jakob. Weitermachen. Shapeshift auf 1. Wieder gut. Die Einsen sind's. Die Einsen sind richtig gut. Nummer 2 jetzt. Das tut weh, weil das wäre ein Müller gewesen. Ne? Und letzter Pick auch nochmal die 2. Aber all in all, Jakob, der Beste. Von der Entscheidungsfreiheit, die du hattest, warst du bis jetzt der Beste. Neatness ist unser nächster Mann. Wieder 12 Picks. Wir gehen rein mit 2, 3, 1. Okay. 2, 3, 1. Neatness stabil weitermachen. Genau das will ich bei dir sehen. Nummer 3. Okay, da konntest du nicht viel falsch machen. Nummer 1. Laporte geht uns durch die Lappen. Nummer 3 ist ein Rice. Das ist okay. Bei denen haben wir noch nicht im Verein. Zweimal die 2 jetzt. Ich find's... Oh, Parejo. Parejo, Junge.
Das wäre er gewesen, der nächste Walkout. Von dem Walkout. Ah, na bitte. Siehst du? Zweimal die 2 funktioniert auch. Jetzt die 1. Sehr stabil bis jetzt. Perfekt und wieder Kommunikationsfehler. So, Fabianski können wir jetzt mitnehmen. Zweimal die 3 und einmal die 1 fehlt noch, glaube ich, ne? Ich glaube. Komm mal, gehen wir rein. Nummer 3. Ich finde es Wahnsinn, dass wir hier noch keinen Shapeshifter gesehen haben, Chat. 2 haben wir noch. Nochmal die 3 und dann die 1. Big Foden ist am Start. Wenn ihr jetzt wieder Macken macht, nein, komm. Wir haben noch keinen einzigen Shapeshifter gesehen. Das kannst du keinem erzählen. Weiter geht die wilde Fahrt. Die nächsten 12 Zahlen stehen da. Ich hoffe, dass ich alles richtig mitgenommen habe. Durch diese EA-Fail-Dinger ist das halt immer schwierig. Wir starten rein mit der 2. Amel, das war richtig gut bis jetzt. Okay, wir machen weiter mit Nummer 1. Kobel. Ist wieder der Beste, Chat. Ist wieder der Beste. Wieder die Nummer 2. Also EA macht extreme Probleme, aber... Hammel, mein Lieber, du machst gerade einen super, super Job. Ey, du erwischst einfach gerade immer den Besten, ne? Nochmal die 1. Komm, gönne. Hammel, du hast den Riesenfehler gemacht, den es zu machen gibt. Hammel, das ist nicht dein Ernst. Hammel, du hast uns gebrochen. Vor allem, weil der nächste Pick die 3 gewesen wäre. Der nächste Pick wäre die 3 gewesen. Wir gehen mit Kramaric. Ich kann das nicht mehr, Chat. Wir nehmen Kramaric. Nummer 3. Rest in Peace, Ballack. Ja, wenigstens kommt hier der Trend. Im Endeffekt hast du alles richtig gemacht bis jetzt. Bis auf einen einzigen Pick. Und das war Ballack. Wirklich cool von dir. Nummer 2. Kevin De Bruyne verpassen wir auch noch. Nee, super. Macht Spaß. Wirklich macht Spaß, was ihr hier mit mir veranstaltet. Wir haben noch die 3, die 2 und die 1. Bitte. Natürlich haben wir den als einziges im Verein. Nummer 2. Coates, natürlich wieder der Schlechteste. Und letzter Pick bei Hammel mit Pick Nummer 1. Und auch hier verpasst du nochmal einen Walkout. Ey, es hat sehr gut angefangen. Hammel, aber was du hier am Ende gemacht hast, ganz, ganz kritischer Hase. Hotte Hangover, wir gehen rein. Die nächsten Zahlen sind am Start. Es sind 13 diesmal, denn das sind die letzten 82-Plus-Picks. Danach wird's halt richtig ernst. Danach wird's richtig ernst. Wir gehen rein mit Payet. Als nächstes kommt die Nummer 2. Da verpasst man direkt schon mal den guten alten Aubameyang. Also, fängt nicht gut an. Du hast die 3 gewählt. Natürlich hast du die 3 gewählt. Warum sollst du auch die 1 wählen, ne, Hotte? Cool, dankeschön. Nee, ist okay. Ist wirklich in Ordnung für mich. Jetzt gehen wir mal mit dem Besten, ne? Und zwar der gute alte De Vries. Nummer 3, David Silva. Haben wir noch nicht im Verein. Hype in den Chat. Nummer 2, es lädt den De Vries again wieder rein. Ich hätte mir da auch mal einen Ori gewünscht. Nummer 1, Chilwell. Nummer 3. Willst du mich verarschen, dass ich jetzt zweimal wegen dir den verpasse? Warum? Nummer 1. Na bitte, siehst du, so einfach geht das doch. Nochmal die 2. Fernando. Jetzt haben wir nochmal 3, 1, 2. Jetzt Ballack. Again. Och, wie lustig wäre das gewesen, hätten wir den einfach doppelt gezogen. Jetzt die 1. Mit Milinkovic-Savic, das ist okay. Und Nummer 2. Letzter Pick der 82er. Das wird nochmal Muriel und jetzt wird es richtig, richtig, richtig ernst. Der erste böse Pick kommt. 1 und 4, 86 plus. Wen verpassen wir? Na perfekt, es ist direkt ein Shapeshifter. Dembele. Schön. Baby Bongo. Cool. Was ist auf Nummer 2? David De Gea. Und jetzt Nummer 4. De Jong. Es zählt, was ist jetzt bei uns drin? Bei uns als Pick. Wird kommen. Hilfe, let's go. Stark. Das ist gut. Bongo, du bist ein Ehrenmann. Bongo, high-rated Karte. Du bist ein Ehrenmann. Pepe nehme ich sehr, sehr gerne mit. Aber jetzt wird's ganz, ganz übel, Chat. Jetzt wird's ganz, ganz übel. Von dem machen wir nämlich jetzt noch den zweiten. Crazy Kicker haut die 3 raus. Genauso wie Bongo. 1 zu 4 Jahresrückblick. Natürlich macht das wieder Toni. Der hat uns gerade Glück gebracht. Gönne Mbappé POTM. Oh, nö, ich wollte Meunier haben. Meunier wäre ein geiler Pull gewesen, ne? Bitter für uns, bitter. Nummer 2, wenn jetzt noch ein Dortmunder kommt. Okay, Bundesliga-Pick wird's wert, ne? Schree, Crazy Kicker. Die Nummer 4 wäre gewesen, ne? Ist wie Tor 1, 2 oder 3. Okelini, sehr gut. Hatten wir schon. Aber jetzt, Chat. Unser Spieler wird wert, ne? Bilcho, den hab ich schon. Och, nö. Gib mir doch Meunier. Bilcho, wirklich? Come on! F in den Chat für uns, wir müssen Bilcho nehmen. Das tut weh. Bilcho ist am Start. Jetzt gehen wir zu den Hero Picks.
Let's go. Es geht los. 1 von 5, 89+. Nummer 2, King Cantona. Ich erwarte von dir jetzt ganz viel. Was ist Spieler Nummer 1, den wir nicht wählen dürfen? Es ist Marquez. Bin ich zufrieden mit. Den muss ich nicht unbedingt haben. Gehen wir weiter mit Ricken. Ah, ist halt X-Dortmunder, ne? Dortmunder Hero ist halt schon cool. Nummer 3, 4 wäre Cole gewesen, ne? Ja, bis jetzt allgemein nicht krank. Nummer 3 wäre Crouch gewesen, ne? Aber wer ist unser Spieler? Unser Spieler auf der Nummer 2. King Cantona hat gewählt. Ricardo Carvalho. Also Cola hätte ich mehr gefühlt. Aber all in all, egal wen ich jetzt hier einfach so hätte ich das normal gezogen, ne? Ich wäre wahrscheinlich auf Fricken gegangen. 89er Rating. Ja, dann halt Carvalho. Aber hier gab es keinen Vollbruch zumindest drin. Das ist schon mal wichtig. Floki, ich sag dir, wie es ist. Diese Verantwortung, die du jetzt gerade hast, ist extrem hoch. Erster Icon-Pick. Spieler Nummer 1. Wir haben auf dem Account übrigens Rulle Totti schon gezogen. Und der war auch auf der 2. Spieler 1, wenn das jetzt Trophy Titans erneuern wird, drastisch aus. Stoichkov. Okay, gute Wahl. Stoichkov, Pick. Brauche ich nicht unbedingt. Würde ich auch nicht spielen. Nummer 3. Ist auch Prime, oder? Netvet. Oh, Floki. Du kannst jetzt hier einen ganz großen Win rausholen. Die beiden Spieler sind nicht so geil. Die Nummer 2 ist es. Und es ist... Van Persie. Oh Gott, wie scheiße war denn der Pick? Ach, come on. Das kann ja wirklich nicht schlechter. Eigentlich ging es nicht schlechter. Und es wurde aber noch schlechter. Wirklich. Da kannst du aber auch nichts gegen machen. Floki, die waren halt alle Müll. Okay, von 1 bis 5. Der zweite Hero Pick ist fertig. Robin hat gesagt, wir sollen die Nummer 4 nehmen. Das Codewort, um hier teilzunehmen, war übrigens Chinola. Robin, hoffen wir mal das Beste. Wir starten rein. Zweiter Hero-Pick. Carvalho, den wir am ersten hatten. Nummer 2. Papa, brauchen wir auch nicht, Chat. Nummer 3. Pet Fantasy. Regner. Nummer 5. Jungberg. Aber wer ist auf Nummer 4? Chinola. Ist das wirklich? Ja. Oder nein, es wird Donovan. Bitte, Donovan. Ja gut, was willst du sagen, außer Quatsch mit Soße, Chat. Quatsch mit Soße. Jupp HSV hat da auf der 1 seinen eigenen Äußer. Und deswegen sagt er 1. Jupp, ich bin sehr, sehr gespannt. Nummer 3 wird ein normaler Prime. Ferdinand. Hat er denn bessere Trophy Titans? Ist okay. Auf der 2 wäre gewesen. Fernando Hierro. Oh Gott, Chat. Also, die Picks, da brauchst du, also wirklich, ihr entscheidet die zwar, aber die sind so scheiße, da kannst du ja gar nichts falsch machen. Egal, wer jetzt kommt, es ist gleich scheiße oder es ist halt besser. Auf der 1 wäre und ist, und den müssen wir mitnehmen. Kömel Food Birthday. Ich glaube, ich persönlich würde sogar sagen, ist der beste von allen dreien. Ich glaube, da hast du alles richtig gemacht, Jupp. Auch wenn eigentlich der auch kacke ist. Aber er ist halt was anderes. Ne? Der kostet 95k. Chat, das soll es gewesen sein. Wenn ihr Bock drauf habt, dass wir das öfters machen, dass ihr mal was anderes entscheiden solltet. Oder. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Sehr gerne auch einen Kommentar mit anderen Ideen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich bin auf jeden Fall raus für das Video. Macht's gut, haut rein. Und ciao, ciao. Kuss, kuss. We'll be right back.